Hallo zusammen, ich habe gestern ein Video gemacht. Das wird aber erst wahrscheinlich heute Nachmittag aufgeschaltet. Und das Video kommt dann erst in 2 Wochen. Also ich habe gestern ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten drin, wo ich über den Sinn und Zweck von Doppelkompressoren gesprochen habe. Und ich habe auch in dem Video erwähnt, dass ich diesen Slim-Kühlschrank jetzt hier ohne Türe, das hat so seine Bewandtnis, ist besser zum Arbeiten. Der ist 42 breit mit 2 Nanokompressoren ausstattet. Ich habe also den Originalkompressor rausgenommen und hier 2 Kondensatoren hier oben angesetzt, die Filter daneben, die Leitung hier reingemacht. Und die Leitungen habe ich jetzt 2 Kühlsysteme drin. Im Originalkühlschrank, den findet ihr bei mir, der kommt aus China oder sonst irgendwo, verschiedene Preise, wobei ihr müsst auch aufpassen, da gibt es verschiedene Versionen vom gleichen Hersteller, entweder mit einem teuren Seco-Kompressor drin oder billigen Chinesen. Es gibt die mit dem Blechgehäuse. Oder hier einfach nur so ein Kunststoff. Das ist leichter im Gewicht und wir bauen ja den Kühlschrank sowieso meistens in ein Loch ein. Also das heißt, Wohnmobilgewicht ist ein anderes Thema. Dieser Kühlschrank hat oben ein Eisfach und unten der Kühlschrank, hier jetzt ohne Türe. Die Blende ist hier lose. Das hat alles jetzt mit dem Umbau was zu tun, weil ein Kühlschrank wird ja eigentlich auf dem Bauch hergestellt, aber reine Routine legt man Kühlschrank auf den Bauch, aber nicht auf die Türe, weil dem muss die Türe weg. Ich mache jetzt hier so einen Karton davor, dann sehen wir, wie der Kühlschrank eigentlich aussieht. Ich habe jetzt hier die Seite und hier oben habe ich im Prinzip, wir kürzen jetzt das hier runter, hier habe ich so einen Einschnitt. Und dann runter und dann habe ich hier die Tropfwanne und dann geht es hier so schräg runter und hier. Außenisolation. Hier kommt dann ein Schlauch runter und das ist der Kühlschrank. Und bei diesem Kühlschrank hier den Boden rausnehmen. Das heißt, hier hat noch so ein Silikagelsack. Das ist die Trennwand zwischen Tiefkühler und Kühlschrank. Und da habe ich hier die Klappe. Und so halte ich einen Kühlschrank nur durchgehend. Gehen wir wieder rein. Und jetzt, wie ist dieser Kühlschrank aufgebaut? Wir haben hier oben drin diese Kühlrohre, die laufen dann hin und her, hier runter und dann auf der Seite, hier links und rechts habe ich auch Rohre drin. Und dann gehen die Rohre hier hinten runter, das ist das Kühlelement. Jetzt beim Kompressor mit einem Kühlschrank spritzt das Kältemittel hier oben rein, geht hier hin und her, um den Tiefkühler rum. Das ist die 4 Seiten, eine oben, links und rechts und hinten. Vielleicht kennt ihr den Götz von WCS, der sagt immer, ich habe einen Tiefkühler, 5 Seiten Verdampfer. Der hat unten auch eine. An der Türe nicht, weil das ist technisch ganz schlecht möglich. Und hier ist es technisch nicht möglich, dass ich hier in diesem ausnehmbaren Teil eine Verdampferplatte drin habe. Dafür kann ich es rausnehmen. Und dann geht der Kühlschrank hier runter. Also hier habe ich jetzt diese Trennwand eigentlich drin, die ich rein- und rausnehmen kann. Jetzt, wenn ich mit dem Kältemittel hier oben reinspritze und herumfahre und das Kältemittel hat eine Temperatur von minus
20 Grad. Dann wird es hier oben in diesem Tiefkühlfach minus 20 Grad. Vielleicht minus 8. Und dann fahre ich mit dem Kältemittel hier runter und dann kühle ich den Kühlschrank auf plus 5. So ist der Kühlschrank ausgelegt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ey, ich will da nicht plus 5, das ist viel zu wenig. Lebensmittelverordnung lesen. Ich brauche da nur plus 10. Ich will Energie sparen. Ja, wenn ich hier nur plus 10 will, dann läuft die Kühlmaschine weniger und ich kann damit Energie sparen. Aber der Tiefkühler hier oben, der läuft auch nicht mehr. Das heißt, ich erreiche dann da oben die minus 18 Grad nicht mehr. Lebensmittelverordnung oder tiefer, minus 20. Und die Leute verstehen das nicht. Ihr will da unten 10 Grad und oben minus 25. Hatte ich auch schon. Das geht nicht mit einem Kühlmaschine. Weil ihr habt nur ein Thermostaten und ihr regelt nur diese Temperatur hier unten. Jetzt wenn ich die Wand hier rausnehme, okay, dann habe ich ja einen Kühlschrank und ich regle 5 Grad. Ja, was passiert jetzt aber hier oben? In diesem Verdampfer. Es spritzt immer noch rein mit minus 20 Grad. Es entsteht oben im Tiefkühlfach Eis und das tropft dann quer durch den Kühlschrank runter. Ist auch nicht erwünscht. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich bin intelligent, ich baue mir hier einen Lüfter ein. Solch einen Lüfter hier, den setze ich hier hin, dann bläst er die Luft hier an die Platte hin und zirkuliert. Da komme ich nachher noch dazu. Durch die Zirkulation dieses Lüfters wird der Verdampfer hier drin nicht größer, aber leistungsfähiger. Weil wir eine kontinuierliche Zirkulation haben, mache ich hier einen Lüfter. Das heißt, der untere Teil hat dann mehr Leistung. Durch das wandert aber die Temperatur von oben nach unten. Nicht falsch ausgedrückt. Aber ich habe dann unten mehr Kühlleistung als oben, erreiche unten die Temperatur schneller. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja gut, wenn ich diesen Lüfter drin habe oder was ähnliches, dann habe ich weniger Stromverbrauch. Das stimmt, aber der Tiefkühler oben kommt nicht mehr auf die Temperatur. Exkursion, alle, die hier zuhören, haben zu Hause einen Haushaltskühlschrank. Und da gibt es auch Haushaltskühlschränke, die haben nur eine Temperatur zum Einstellen. Oben auch ein Tiefkühler und nehmt mal ein Thermometer, ganz ein normales Thermometer und legt das ins Tiefkühlfach und misst bei euch im Kühlschrank die Tiefkühlfachtemperatur. Wenn ihr es gemessen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann sehen wir mal, was so Haushaltskühlschränke, die mit einem Thermostat, einer Kühlmaschine, für eine Temperatur im Tiefkühlfach haben. Jetzt will ich zwei Kühlmaschinen, wie hier drin sind. Dann brauche ich nicht nur die zwei Kühlmaschinen und die zwei Wärmetauscher auf der einen Seite, ich brauche auch im Kühlschrank zwei Kühlelemente. Ich brauche also oben im Tiefkühler ein Kühlelement. Und ich brauche unten ein Kühlelement. Dieser Kühlschrank hier hat original nur ein Kühlelement drin. Jetzt, wie mache ich das? Wir wissen, es spritzt oben ein, es geht oben rundherum und geht dann runter. Jetzt mache ich hier hinten einen Cutter in dem Ding, oder wenn es ein Blechgehäuse ist, nehme ich einen Winkelsteifer und einen Nager. Und fahre, mache hier ein Loch und hier ein Loch und trenne diese Leitung durch. Das heißt, hier irgendwo
schneide ich die Leitung durch. Das heißt, die Leitung, die von oben runterkommt und die Leitung, die dann hier weitergeht, die schneide ich einfach durch mit einem Rohrschneider, keine Hexerei. Für die Leitung, die oben runterkommt, direkt auf die Kühlmaschine. Das heißt, ich spritze oben ein, fahre rundherum um das Tiefkühlfach und dann auf die zweite Kühlmaschine. So, auf die erste, je nachdem. Und dann mache ich eine zweite Einspritzleitung und die fahre ich hier oben rein. Durch das habe ich dann so einen Schlitz hier, wo ich mit der Leitung hochfahre. Und so habe ich zwei separate Kühlelemente. Das heißt, ich habe hier unten einen Kühlschrank, ich habe hier einen Thermostaten und hier oben brauche ich jetzt einen zweiten Thermostaten. Das heißt, ich brauche zwei Thermostaten, zwei Temperaturen, die ich einregeln kann und dann kann ich hier oben mit der einen Kühlmaschine arbeiten und unten mit der zweiten. Jetzt habe ich zuerst mal ein Kühlelement. Jetzt cutte ich das hier, dann habe ich zwei. Das obere Teil ist genügend, aber der untere Verdampfer, der ist dann nur noch ein Drittel oder ein Viertel von dem Ganzen und der ist zu klein für diesen Kompressor. Ich habe jetzt gesehen, die bieten den auch mit einem stärkeren Kompressor an, aber immer noch mit den gleichen Kühlelementen. Wenn ich einen stärkeren Kompressor habe, muss ich ja eigentlich auch ein stärkeres Kühlelement haben oder einen größeren Wärmetauscher. Das heißt, der Wärmetauscher, der ist ja eingeklebt ins Kunststoffgehäuse und der bleibt die gleiche Größe. Das passiert nicht viel. Und der ist zu schwach. Jetzt nehme ich so einen Ventilator. Von mir aus noch ein Schutzgitter dazu, so ein Schutzgitter davor und setze den hier hin, dass ich hier eine stärkere Zirkulation habe, beziehungsweise eine stärkere Leistung hier auf diesem Wärmetauscher. Zweitens kommt es ja dazu, wenn ich diese Trennwand hier rausnehme, dann habe ich einen Raum. Wenn ich jetzt wieder nur den Tiefkühler laufen lasse. Der Tiefkühler, der kühlt ja dann das Tiefkühlfach bzw. den ganzen Raum. Die Feuchtigkeit im Raum schlägt sich hier an der Decke nieder und das tropft runter. Das heißt, wenn ich einen Doppelkompressor-Kühlschrank so mache mit dieser mobilen Trennwand, dass ich es rausnehmen kann, muss ich an sich das Teil hier oben abschalten. Wegen dem Tropfen. Ich kann den laufen lassen, klar, dann habe ich mehr Leistung. Das ist besser mehr Leistung als Tropfen. Aber hier die Kondenswasserbildung, die einfach quer durch den Kühlschrank runter tropft, die muss ich verhindern, kann ich nur, wenn ich das abschalte. Wenn ich aber nur den Kühlschrank laufen lasse, also das Element hier hinten, dann habe ich hier einen Kältesee drin. Das heißt, dass er hier oben kühlt, brauche ich auch wieder einen Lüfter, der die Luft von hier nicht nur runterbläst, sondern auch hochbläst und im ganzen Kühlschrank eine Zirkulation hinbringt, dass ich hier oben auch warm habe. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das Teil hier, das ist ein bisschen dürftig isoliert. Ist nicht speziell, sage ich mal so. Aber, was wollt ihr? Die Türe ist ein bisschen dürftig isoliert. Also, aber das ist ja ein Kühlschrank drin. Das heißt, das, was ich hier an Kälte produziere, das geht in den Kühlschrank. Das heißt, das muss gar nicht so dick sein, ist auch einfacher zum Rausnehmen. Und so kann ich den Kühlschrank hier so wieder einschieben. Also, das heißt, wenn ich jetzt so einen Kühlschrank haben will, mit zwei Elementen, rausnehmbaren Tabler, dass ich einen Kühlschrank habe, dann brauche ich eine Umluft. Zwangshaft. Dann habe ich oben das Display
Sieht man nicht. Hier oben habe ich das Display, original, kann ich hier eine Temperatur einstellen. Und jetzt kommt es dazu, ich brauche hier eigentlich zwei so Teile. Wenn ich zwei so Teile montiere, muss der eine als Tiefkühler laufen und der andere als Kühlschrank. Beziehungsweise den Tiefkühler könnte ich auch plus 10 Grad laufen lassen, wenn ich nur Kühlware habe. Dann kann der Originalthermostat das nicht. Ich kann also nicht zwei von denen einbauen. Ich muss einen anderen Thermostaten haben, der einen anderen Bereich hat. Oder ich baue solche Standardthermostaten, die wir haben, hier oben nebeneinander irgendwie ein. Ja, heute ist jetzt der 1. November. Freitag, wir haben den ganzen November Betriebsferien und da steht jetzt hier, der läuft, der kühlt, hat noch keine Umluft, weil die muss noch rein. Die Elektrik darf ich euch ja zeigen, das ist keine Hexerei, da hängen hier die Drähte mal so rum und geht auch nicht. Aber ich gehe jetzt in Urlaub. Aber was läuft hier weiter? Ich bin ja in Kontakt mit Götz von WCS, dem habe ich zwei Kompressoren geschickt. Die gingen, glaube ich, gestern raus oder so an ihn. Die BDN50K, noch die Steuerung dazu, plus die Gummifüße dazu. Der Rest muss er selber haben, dann muss er selber schauen, wie er das Aggregat umbaut. Also so kriegt der Götz jetzt zwei Kompressoren, weiß nicht, was er machen will, wahrscheinlich das gleiche wie ich. Jetzt habt ihr Interesse an so einem Doppelkompressor-Kühlschrank. Es gibt nach meinem Wissen keinen Slim-Kühlschrank mit der Breite mit zwei Kompressoren. Ich sage jetzt mal ganz frech, das ist der erste, der hier läuft, mit zwei Kompressoren, aber der hat noch keine Steuerung, keine Umluft und so weiter und so fort. Das Video werde ich jetzt dann hochladen, keine Ahnung, nächste Woche oder übernächste Woche, im Urlaub, ich bin weg. Jetzt schreibe ich im Chinesen, ich will so einen Kühlschrank. Erstens muss er oben eine neue Blende machen, dann schreibt er wieder zurück, er braucht dann irgendwie 1000 Euro, ich weiß nicht, oder vielleicht auch 2000 Euro für die neue Blende. Gut. Okay, mit zwei Thermostaten drin, die sind dann auch noch nicht dabei. Also irgendwas reinmachen. Dann sagt er mir, ja, wenn er hier zwei Verdampfer reinmachen muss, hier runterziehen, zwei Verdampfer hier unten, ja, dann müsste ich mindestens 1000 Stück abnehmen. Vielleicht sind es auch nur 500. Jetzt wenn so ein Kühlschrank ein Tausender kostet und ich muss 500 Stück abnehmen, dann sind das eine halbe Million, die ich einfach mal so aufwerf. Und ich weiß nicht, wie groß das der Markt von so einem Doppelkompressor-Kühlschrank ist. Was setze ich davon ab? 100 Stück im Jahr. Das ist einfach prothetisch gerechnet. Und ich muss 500 abnehmen beim Chinesen. Da habe ich 5 Jahre stehen die Kühlschränke rum. Und das Geld, das liegt, das steht nicht. Der Chinese macht ja nichts aus sich raus, sondern der wartet bis einem, was der aus dem Westen was sagt und der baut es dann nach und will Geld dafür. Ich weiß nicht, ich mache jetzt den Kühlschrank fertig. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann werde ich die Elektrik machen, dann könnt ihr den Kühlschrank kaufen, so wie er hier steht, also mit Tür und Elektrik, oben zwei Thermostaten drin. Ich kann da effektiv nicht sagen, was auf dem Markt passiert. Ist der Markt so hoch? Der Erstausrüster, der sich
ein Wohnmobil ausrüstet, sagt ein Kühlschrank, ich mache so einen Kühlschrank rein, der gibt es bei Dometic, bei Tedford, mit Gas und so, der kostet wesentlich weniger. Ja. Keine Ahnung, der wird nicht einen Doppelkompressor-Kühlschrank einsetzen. Also hier, schreibt mir unten in die Kommentare erstens, was ihr für eine Temperatur in eurem Kühlschrank habt und was ihr zu einer Markteinschätzung, was ihr haltet davon, so einen Doppelkompressor-Kühlschrank. Es gibt noch die Möglichkeiten, die Kühlschränke habe ich hier am Lager, Standard, mit einem Kompressor. Ich reiße den Kompressor raus und dann kann ich wieder verkaufen irgendjemand, der ist ja neu, und setzt dann zwei so Nanos rein. Drehen mache hier doch, schauen das wieder zu, wie hier. Und innen Lüfter drin, oben zwei Thermostaten. Dann kann ich, ich sag mal, 10 Stück machen, 10 Stück 10er Serie ans Lager stellen. Punkt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr hält. Hier mache ich euch das Video, wo ich über warum ein Doppelkompressor-Kühlschrank von gestern, also das heißt, das kommt wahrscheinlich erst heute, und das Video kommt erst in 2 Wochen oder so, in einer Woche. Habe jetzt ein bisschen Chaos mit den Videos, weil ich effektiv 4 Wochen weg bin, sind ein paar Videos voraufgenommen, und ich wünsche euch einen schönen Tag.